Hallo, Freunde der Nacht. Wir waren immer noch hier vor dieser Löwenstatue und ich habe etwas übersehen, beziehungsweise ein toller Teil des Puzzles, beziehungsweise irgendwo hier ist was ganz Schönes, das auch noch zum Teil des, wie nennt man das, des Lagers gehört, sagen wir mal. Hallo, Pavian. Hat er auch so einen Hintern? Nee, dann ist es wohl kein Pavian. Das habe ich ganz vergessen, das wusste ich gar nicht mehr, das hier. Ne? Jetzt passt auf, Grab. Schauen wir uns das Grab an. Dieses einfache Grab ist anscheinend einem alten Meister, einem früheren Lehrmeister der Schule gewidmet. Ihr könnt nirgends einen Namen entdecken. Unter einem stilisierten Löwen befindet sich eine Schale für Silbermünzen. Sie sollten als Opfergabe dafür sorgen, dass der Geist des Verblichenen schneller Frieden findet. Nun, dann werfen wir doch eine Silbermünze rein. Die Münze verschwindet durch einen dünnen Schlitz im Boden der Schale. Es folgt ein hörbares Klicken. Das Löwenbildnis löst sich vom Grabstein. Es scheint von geringem Wert zu sein. So, wir haben ein Löwenkopfzeichen bekommen. Und 10 Erfahrungspunkte. Hallo. Schönes Wasser. Eigentlich nicht. Wie was? Muss ich mal so an Tails Gaming raushauen. Es war so außergewöhnlich, dass das Wasser jetzt fließt. Fließende Bäche waren in Skyrim sowas Besonderes. Haha, 2005 hat das hier schon BioWare geschafft. Wobei ich da nochmal sagen muss, können wir hier durchaus drüber reden. Ich bin von Skyrim schon ein bisschen enttäuscht. Also mir hat es irgendwie keinen Spaß gemacht. Ich habe jetzt 25 Stunden gespielt. Es ist sau wenig, aber es hat mich auch nicht richtig gefesselt. So, Löwenstatue. So, das hatten wir. Jetzt, hier, meine Maus, die ihr nicht seht. Zum Altar. Ne, wir untersuchen den Löwenlair, das hatten wir. Hä? Zum Altar gehen. Ah, so. Jetzt können wir dieses Symbol aus dem Grab des alten Meisters in das Maul des Löwen setzen. Die Kugel leuchtet grün. Und ich weiß jetzt nicht, was wir draufsetzen. Was? Ah, rot, gelb, blau. Ich weiß leider nicht, was quasi die gegenüberliegende Farbe ist. Ich habe dieses Ding nicht im Kopf. Wir probieren jetzt rot, gelb, blau, grün, violett, glaube ich. Nee. Ah, der ehemalige Kunst-LKler blamiert sich. Das ist alles schon so lange her. Okay, wir hauen jetzt mal die gelbe Statue hin. Es geschieht nichts. Dann die Statuette entfernen. Grün. Blau. Es geschieht nichts. Dann entfernen wir die. Dann die rote. Die Kugel wird trübe. Was nehmen wir jetzt? Gelb? Okay. Dann tun wir das weg. So, dann also erst rot, dann blau. Oh, und dann gelb. Wer weiß? Dann ist rot anscheinend irgendwie richtig, hoffe ich. Gelb? Weiß nicht. Na komm, meine Maus ist zurzeit irgendwie im Hintern. Sie reagiert nicht mehr, wenn ich einen raufklick und die gibt es nicht mehr zu kaufen und hast du nicht gesehen. So, jetzt tun wir sie mal weg. Vielleicht blau, gelb und dann erst rot. Okay. Gelb, blau. Die Statuetten entfernen. Oh, nein. Dann die gelbe weg. Oh nein. Okay. Dann wieder runter damit. Das ist jetzt alles eine sehr lustige Arbeit. Blau, gelb und dann die blaue entfernen. Es geschieht nichts. Die rote vielleicht hintun. Sie wird violett. Bitte, bitte die blaue hintun. Mist, das war's nicht. So, jetzt habe ich wieder nicht im Kopf. Wir hauen jetzt einfach mal alles hin. So, die blaue entfernen. Die rote hintun. Das wollte ich jetzt nicht. Das, naja. Machen wir nochmal.
Das wird für euch wahrscheinlich genauso Motion Sickness erregend wie für mich. So. Jetzt die blaue weg. Die rote hin. Jetzt die gelbe weg. Und die blaue hin. Ja! Ein heftiger Energieausbruch lässt die Statue erzittern. Ihr habt offensichtlich etwas Bedeutsames getan. Ihr fühlt euch anders als vorher. Untersucht eure Welt aus jedem Blickwinkel. Und ihr werdet sehen, dass alle Dinge miteinander verbunden sind. Selbst das, was klein und unbedeutend scheint, kann der Schlüssel zu etwas Großem sein. Wow. Ihr seid fertig mit der Statue, also lasst ihr die Statuetten auf dem Altar zurück. Natürlich. Wir haben Blick des Löwen. Und 75 Erfahrungspunkte. Hat sich gelohnt. Was sagt denn eiserne Hand? Filter, ich möchte... Hä? Ah, alle abgeschlossenen. Die Lehren des Meisters... Nein, die Löwen... Von zwei Ströme, ja. Nachdem ihr das Symbol des alten Meisters gefunden und die Löwenstatue eingesetzt habt, nahm die Prüfung eine etwas andere Entwendung. Ihr konntet die neue Herausforderung lösen und habt eine Belohnung erhalten. Schade. So, alle Aktiven. Wir hatten das mit der 3. Die Suche nach Morgenstern. Ausgang. Halt, ich muss nochmal zurück. In den Sümpfen außerhalb der Schule. Nun, oh gut, wir können ihm erstmal speichern. Speichern. So, können wir mit ihm reden und ihm das sagen? Morgenstern braucht euch. Gau wird sich nicht einfach im Dorf verstecken. Macht euch rasch. Ja, das hatten wir schon. Ah, meine Maus ist zurzeit wirklich nicht mehr so, wie sie sein soll. Aber alle hier verteilt und gleichmäßig aussehend. Hi. Genau, da hatten wir ja komische Sachen verkauft. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Dann gehen wir mal in die Sümpfe. Sümpfe? Ah, diese Landschaft. Wenn die Musik nicht so traurig wäre, gerade so, so. Spannung erregend. Hallo, Kind. Morgenstern ist sehr nett. Bitte seh zu, dass ihr nichts passiert. Ich tue alles, was ich kann. Ladezeiten. Nicht Überbrückungssong, denn es ging sehr schnell. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Er hat ihn mit einem einzigen Streich getötet und er hat gelacht, als der arme Junge seinen letzten Seufzer tat. Hey, ihr! Das war Gao, der Geringe. Er schleppte einen Sack oder so etwas und dieser Junge hat sich ihm entgegengestellt. Ach du Heilige! Dieser tapfere junge Bursche hat Gao angehalten und wollte wissen, was er da schleppte. Gao hat ihn bloß ausgelacht und wollte weitergehen, aber dieser Schüler stellte sich ihm in den Weg. Gao hat nur mit den Achseln gezuckt, sich umgedreht und den armen Jungen mit einem Streich getötet. Ach du Heilige. Oh. Und was war in dem Sack? Wir wissen zwar, was es ist, aber wir haben die Dialogoption. Das weiß ich nicht, aber er war ziemlich groß und sah schwer aus. Aber ich war ein gutes Stück weg. Wir wollten diesem Mörder lieber nicht zu nahe kommen. Wir haben uns versteckt, als Gao in Richtung des Tores lief, das aus dem Dorf hinausführt. Könnte es ein Mensch gewesen sein? Schon möglich, aber wir waren zu weit entfernt, als das mit Gewissheit sagen zu können. Wenn ihr es wirklich wissen wollt, dann schnappt euch den Bösewicht. Er war auf dem Weg zu dem Tor, das aus dem Dorf hinausführt. Okay. Dann, wenn er zum Tor unterwegs war, könnte ich ihn vielleicht noch einholen. Gao hatte es ziemlich eilig, aber vielleicht holt er ihn ja noch ein. Ja, zum Glück habe ich immer mein Moped dabei. Seid auf der Hut, wenn ihr ihm wirklich folgen wollt. Gao ist ganz verrückt vor Wut. Dieser arme Junge da hat das zu spät bemerkt. Spiel wird gespeichert. Ich habe es immer noch nicht finden können. So. Ja, ich weiß. Da seid ihr ja. Ich hatte gehofft, dass ihr vorbeikommt. Was will der von mir? Ich höre, eure Freundin wird vermisst. Traurig, wirklich sehr traurig. Hm? Aber was noch wichtiger ist, ich habe soeben neue Ware bekommen. Eine Handelskarawane hat sich allen Geistern und Banditen auf den Straßen zum Trotz bis hierher durchgekämpft. Was kann ich für euch tun? Was für ein Sack. Ja, komm.
Was wisst ihr über Morgenstern? Gesehen oder gehört. Vielleicht haben andere die Zeit zu beobachten, was die Schüler so tun. Ich nicht. Habt ihr Gao vorbeikommen sehen? Er hat einen Mitschüler ermordet. Hätte ich den Burschen gesehen, ich hätte ihn sicher nicht vorbeigelassen, wo er so etwas getan hat. Niemals. Es ist einfach nicht recht, einen meiner Kunden zu töten. Ist das eure einzige Sorge? Dass ihr einen möglichen Kunden verloren habt? Aber gewiss nicht. Ich weiß, es geht um viel mehr. Jemand wird für die Gedenkfeier aufkommen müssen, für Blumen und... ja, ich sehe, was ihr meint. Sehr traurige Geschichte. Okay. Wenn ich so darüber nachdenke, ich habe etwas Merkwürdiges gehört. Es hörte sich an, als schleppte jemand etwas Schweres und hätte nicht viel Spaß dabei. Oh je. Vielleicht solltet ihr Gujin fragen. Mich zumindest beobachtet er wie ein Falke. Warum also nicht auch andere? Wie viele Ausgänge hat das Dorf? Nur einen. Aber der führt an den Sümpfen vorbei und da sollte man sich nicht allein durchwagen. Im Sumpf lauern zu viele Gesetzlose. Wäre doch gut für dein Geschäft. Gut, andere Fragen. Wie ihr wünscht. Was möchtet ihr denn wissen? Ja, was habt ihr auf Lager? Ich habe gerade etwas neue Ware bekommen. Eine seltene Lieferung, die es bis hierher geschafft hat. Ein paar Essenzjuwele, die euch interessieren könnten. Was für ein Zufall. Aber seht ruhig selbst. Fehlerhaft. Plus eins. Schmeicheln plus zwei. Dieses Juwel umgibt den Träger mit einer Aura der Vitalität, das auf viele Leute unwiderstehlich wirkt. Das Juwel ist von minderer Qualität. Interessant. Überredungskunst wäre mir interessanter. Intuition plus zwei. Naja, wir haben nicht so viel Geld. Reden wir mal oben mit unserem... Warte mal, ich mag das nicht, wenn diese Quest-Anzeigen dabei sind. So. Habt ihr einen Moment Zeit? Was hast du denn? Oh, ältester Schüler. Ich wollte euch noch für eure Hilfe danken. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand zu unseren paar Hütten herunterkommen würde, als die Banditen angriffen. Sie liegen etwas abseits, darum hatte ich wenig Hoffnung. Ich tue, was ich kann. Es freut mich, dass ich euch helfen konnte. Und ich war sehr froh, euch zu sehen, obwohl da noch diese anscheinend kleine Sache doch mit meiner Truhe wäre. Das heißt, eigentlich geht's mehr um das, was drin war. Die Banditen haben mir fast alles geraubt, aber ich weiß, die Truhe war noch voll, als... naja, als ihr kamt. Sie war fast voll mit Silber. Ich habe mein Leben lang gespart, müsst ihr wissen. Ihr wisst nicht zufällig, was damit geschehen ist. Hoppla. Das war eure Silber? Das tut mir aber leid, ich gebe ich euch zurück. Einschüchtern, Das ist doch nicht Einschüchterung, das ist Überredung. Na klar, das war euer Silber, das tut mir leid. Hier, ich gebe es euch zurück. Wie großzügig. Natürlich. Ich denk mal, das Silber ist zwar meins, aber ihr verdient schon eine Belohnung für alles, was ihr getan habt. Was sagt ihr zu der Hälfte dessen, was in der Truhe war? Ganz ehrlich, wir werden später noch reich genug. Wir geben es ihm zurück. Das gibt ein paar positive Punkte, hoffe ich. Hab vielen herzlichen Dank. Das vergesse ich nie. Das ganze Dorf schwärmt von euch. Und zu Recht, möchte ich sagen. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, danke. Da wird man ja ganz rot im Gesicht. So, und wie ihr links seht, diese offene Hand. Ja, wir sind auf dem guten Pfad der Macht. Damit sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.